Gestern feierte ein ziemlich besonderer Airbus seinen Erstflug. Ist tatsächlich so, ist zwar kein wirklich neuer Airbus, aber es ist der erste seiner Art. Und zwar der Airbus A320neo mit dem Zusatz ACJ. Hat man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel, was dieser Zusatz ACJ wirklich bedeutet. Steht für Airbus Corporate Jet. Ganz blöd übersetzt geht es also hier um ein Airbus Geschäftsreiseflugzeug. Und dass das nichts für die in Anführungszeichen ganz normale Kundschaft ist, das ist eigentlich klar. Aber man kann sich ja trotzdem mal etwas genauer darüber unterhalten. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und gestern war jetzt also der Erstflug eines neuen Airbus Corporate Jet, und zwar vom A320neo mit dem Zusatz ACJ. Ja, sieht von außen eher unscheinbar aus, sieht aus wie ein A320neo nun mal aussieht. Nur mit dem Unterschied, dass das jetzt nicht die Airbus Erstflug-typische Lackierung für einen solchen Flieger ist. Aber wirklich interessant wird es dann erst, wenn man einen Blick in den Innenraum des Fliegers wirft. Da muss man nämlich keine Angst haben, da mit 179 weiteren Leuten in irgendeiner engen Economy-Class eingefercht zu sein. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Kunde, der sich für einen solchen A320neo in dieser Version entscheidet, dass der auch nicht die gestern angesprochene Cabin Flex Option dazu gebucht hat, mit den Toiletten hinten in der Bordküche, sondern in diesem Flieger geht es etwas dekadent dazu. Diese gestern das erste Mal geflogene Maschine wird an den Erstkunden Acropolis Aviation aus Großbritannien gehen. Und dieses Unternehmen verchartert solche Business Jets. Fühlt sich fast ein bisschen komisch an, beim Thema A320 von einem Business Jet zu sprechen. Aber es ist ja nichts anderes. Der große Unterschied zwischen einem Airbus A320 und einem Flugzeug, welches man womöglich eher vor Augen hat, wenn man an das Thema Business Jet denkt, zum Beispiel eine Global 7000 von Bombardier, ein Flugzeug, das extrem gut aussieht, eine ganze Menge kann und eigentlich schon ganz oben auf der Liste der luxuriösen Business Jets steht, ist natürlich, dass der A320 als Passagierflugzeug so konzipiert ist, dass er möglichst vielen Leuten ordentlichen Platz bieten kann. Die Kabine ist breit genug, damit man eigentlich 6 Sitze pro Reihe darin platzieren kann. Aber dieser Platz, den kann man natürlich noch viel besser nutzen, wenn man mit nur 24 weiteren Passagieren an Bord ist. So viele Sitzplätze, also insgesamt 25 Stück für Passagiere, hat nämlich der erste jetzt für Acropolis Aviation bestimmte ACJ A320neo. Und das sorgt natürlich dafür, dass man eine ganze Menge Platz für weiteren erst einmal unnötig erscheinenden Luxus hat. Ist natürlich unfassbar, was man mit diesem Platz jetzt alles anfangen kann. Also ich denke mal, da sind der Fantasie recht wenig Grenzen gesetzt, wenn man das Geld dafür hat. Und so entsteht meist ein ziemlich einzigartiges Flugzeug, das, wenn man sich mal Bilder davon anguckt, irgendwie einen Luxus beschreibt, den man als Normalsterblicher ja eigentlich gar nicht zu Gesicht bekommen kann. Jetzt ist diese ganze Welt rund um Airbus Corporate Jets aber natürlich nicht neu. Das gibt es nicht erst seit gestern, sondern seit mittlerweile etwas mehr als 20 Jahren beim europäischen Flugzeugbauer. Und es gibt selbstverständlich auch ein entsprechendes Gegenstück vom US-Flugzeughersteller Boeing, nennt sich dort Boeing Business Jets und ist mindestens genauso abgefahren. Natürlich machen die in dieser Form verkauften Passagierflugzeuge nur einen Bruchteil von der Anzahl an wirklich verkauften Flugzeugen des jeweiligen Typs aus. Zum Beispiel wurden aus der A320neo-Familie jetzt gerade mal 9 Maschinen in dieser Airbus Corporate-Variante verkauft. Das sind 3 Airbus A319neo und 6 A320neo. Den ersten davon hat man ja gestern zum ersten Mal in der Luft gesehen. Wie viel sowas kostet und welche Option man dann wirklich hat als Käufer eines solchen Airbus Corporate Jets, das weiß ich nicht. Und das ist auch, glaube ich, ziemlich schwer zu sagen. Die Preisspanne oder die Spanne an Möglichkeiten ist da, glaube ich, ziemlich groß. Aber ich denke mal, dass das Feld an Ausstattungsvarianten und Ausstattungsoptionen sich immer weiter öffnet mit einem immer weiter öffnenden Geldbeutel. Und man kann wahrscheinlich alles in diese Flugzeuge einbauen, was man bezahlen kann und was man irgendwie für die Luftfahrt zulassen kann. Jetzt werden solche besonderen Flugzeuge aber selbstverständlich nicht nur an Privatpersonen verkauft. Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist es ja auch eigentlich echt gar nicht so sinnvoll. Wenn man als private Person ein Geschäftsreiseflugzeug braucht oder von mir aus auch mit 6-7-köpfiger Familie da vor der Tür steht, dann braucht man kein A320. Dann reicht in Anführungszeichen eine Bombardier Global 7000, das Flugzeug, was ich eben bereits erwähnt hatte. Das ist eigentlich schon die Speerspitze von dem, was man sich überhaupt als Privatflugzeug vorstellen kann oder als Geschäftsreiseflugzeug. Und das Ding hat auch ordentlich was zu bieten. Die ist mit 32 Metern etwa so lang wie eine 737-200 und auch nur knapp 5 Meter kürzer als ein Airbus A320, also diese Dinger sind auch echt nicht klein. Das ist aber auch gar nicht der springende Punkt, sondern diese Flugzeuge, die wirklich von Anfang an als Business Jet konzipiert worden sind, die können auch eigentlich alles besser als ein Airbus Corporate Jet. Die können ziemlich weit fliegen, die fliegen ziemlich schnell und fliegen auch sehr hoch. Also
knapp 910 km/h, das über 14.000 Kilometer weit. Das ist mit so einem Flugzeug schon möglich und da kann ein A320 nicht mithalten. Aber zu den Leistungsdaten kommen wir später nochmal. Diese Corporate Jets von Airbus sind aber viel mehr interessant für spezielle Zwecke, wo man wirklich ein bisschen mehr Platz im Flugzeug benötigt. Zum Beispiel ist der A319 der deutschen Bundesregierung streng genommen ein solcher Airbus Corporate Jet. Und auch der A340-300, den die Bundesregierung einsetzt, der ist auch ein solches Flugzeug. Der wurde zwar nicht von Airbus als Corporate Jet gebaut, aber er wurde im Nachhinein mit viel Aufwand zu einem solchen umgebaut. Zu den wichtigsten Veränderungen neben der luxuriösen und wahrscheinlich teilweise auch sehr aufwendigen technischen Ausstattung gehört das Einbauen von Zusatztanks. Denn gerade bei so einem Widebody wie beim A340, wenn man da mit 50 bis 60 Passagieren unterwegs ist, dann braucht man selbstverständlich nicht die Cargo-Kapazitäten des Fliegers und kann viel Raum im Flugzeug mit viel Sprit füllen. Und das ist gut, denn natürlich möchte man mit dem Flieger so weit wie möglich fliegen können. Und aus diesem Grund haben diese Corporate Jets meist eine ziemlich beeindruckende Reichweite. Ein A330-200 zum Beispiel, der schafft als ganz normales Passagierflugzeug etwas mehr als 13.000 Kilometer. In der Corporate Jet Variante mit Zusatztanks, so wie er zum Beispiel bei der französischen Regierung eingesetzt wird, schafft er gerne mal 2.500 Kilometer mehr. Besonders beeindruckend wird das dann bei den Standardrumpflugzeugen, wie zum Beispiel beim A320neo, der da gestern zum ersten Mal in dieser Version geflogen ist. Da schafft man es nämlich, je nach Ausstattung sitzen ja nicht mal mehr 20 Leute in diesem Flugzeug drin, da schafft man es nämlich mit Zusatztanks über 11.000 Kilometer Reichweite aus diesem Flieger rauszuholen. Beim A319 in der ACJ-Variante sind es sogar über 12.500 Kilometer. Vielleicht erinnert ihr euch noch, gestern im Video, da haben wir ein bisschen ausführlicher über das Thema A321 gesprochen, was man womöglich in Zukunft noch aus diesem Flugzeug rausholen kann, an Passagierkapazität und auch vor allem an Reichweite. Und da ging es dann unter anderem auch um die Tankkapazität. Und in den A321 passten 29.500 Liter Kerosin ungefähr. Jetzt muss man sich vorstellen, durch Zusatztanks passen in einen A319 in dieser ACJ-Variante ganze 37.500 Liter Kerosin. Also nochmal gut 8.000 Liter mehr. Airbus bietet damit zum aktuellen Zeitpunkt, was man gar nicht so auf dem Zettel hat, ziemlich interessante Konfigurationen von ihren Flugzeugen an. So kann man jedes aktuell verfügbare Airbus-Modell als Airbus Corporate Jet bestellen. Zum Beispiel auch den A350, der in der 900er-Version als Corporate Jet mit 25 Passagieren in seiner 270 Quadratmeter Kabine, also mit viel Platz für alle Beteiligten, ganze 20.000 Kilometer weit fliegen soll, was eine völlig absurde Reichweite ist. Das funktioniert tatsächlich, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt fliegt halt eben noch niemand diesen A350 in dieser wirklich speziellen Version. Aber insgesamt wurden mittlerweile schon knapp 200 Airbus Corporate Jets verkauft und die fliegen jetzt heute alle irgendwo in der Weltgeschichte rum, bei Privatpersonen, bei irgendwelchen Unternehmen oder halt eben bei Regierungen. Der US-Flugzeughersteller Boeing hat selbstverständlich, wie sollte es auch anders sein, wie eben schon angekündigt, ein ähnliches Programm. Und das Ganze nennt sich dann Boeing Business Jet und ist genau das gleiche in grün. Hier lassen sich ebenfalls, wenn man es denn möchte, alle aktuellen Boeing-Modelle als Geschäftsflugzeug, als Boeing Business Jet bestellen. Man muss sie dann nur bezahlen und das dürfte auch hier ziemlich teuer sein, ist aber auch höchstwahrscheinlich sehr variabel, je nachdem, was man eben in seinem Flugzeug haben möchte. Aber es ist einfach das gleiche Prinzip. Besonders erwähnenswert ist hier vielleicht die Boeing 737 MAX 8 als Boeing Business Jet. Mit Zusatztanks ausgestattet können diese Flugzeuge über 13.000 Kilometer weit fliegen, mit einer Kabine wieder für knapp 20, 25 Passagiere, wie man es denn dann haben möchte. Das sind Reichweiten, die reichen von London zum Beispiel bis nach Bali in Indonesien oder von Frankfurt nach New York und das Ganze wieder zurück. Boeing hatte bereits im Oktober den ersten Boeing Business Jet vom Typ Boeing 737 MAX 8 ausliefern können. Mittlerweile wurden auch knapp 20 Flugzeuge von diesem Typ bestellt. Und es gibt da eine ganze Menge Optionen, je nachdem, was man dann haben möchte. Da gibt es auch bestimmt einen Haufen an Sonderfertigungen. Das wird dann sicherlich alles irgendwie ziemlich persönlich abgeklärt, was man dann irgendwie in seinem Flugzeug gebrauchen könnte. Aber beliebt sind zum Beispiel die von Ryanair bekannten Airstairs, die man dann auch an seinem Boeing Business Jet haben kann. Eine wirklich interessante Neuerung, von der ich jetzt aber auf jeden Fall erzählen wollte, die gibt es seit dem Jahr 2016 für die Boeing Business Jets. Und ihr kennt das vielleicht aus irgendwelchen Videos oder von Bildern oder vielleicht, weil ihr selbst ab und zu mal First Class fliegt. Bei vielen Airlines wird das so gemacht, dass dann um zwei oder drei Fenster so eine rechteckige Umrandung drum gemacht wird. Einfach, weil es edler aussieht oder weil es nicht nach Flugzeug aussieht. Weil es schlicht und einfach so aussieht, als wäre da ein normales, großes, richtig hübsches Fenster. Das ist aber natürlich ein bisschen gemogelt, weil da sind ja ganz normale Flugzeugfenster hinter. Aber tatsächlich gibt es seit dem Jahr 2016 für Boeing Business Jets die Option, tatsächlich ein rechteckiges Fenster, zum Beispiel hier wie auf dem Bild sichtbar, über einem Schreibtisch in das Flugzeug einzubauen. Das ist
beim Thema Flugzeugbau so ein bisschen problematisch, wenn man da ein nicht rundes Fenster nimmt oder sich von der runden Form trennt und da so was Rechteckiges, Großes reinhaut. Aber es funktioniert, man hat es möglich gemacht und das ist sicherlich eine ziemlich schöne Option, wenn man sich denn einen Boeing Business Jet bestellt. Soweit ich weiß, fliegt aber zum aktuellen Zeitpunkt noch niemand mit einem solchen Fenster in seiner Boeing 737. Aber hat schon was. Na gut, und dann gibt es natürlich noch die Widebodies von Boeing. Auch die kann man als Boeing Business Jet bestellen, wenn man dann möchte. Zum Beispiel die 747-8. Soweit ich weiß, wurde die schon 7-mal ausgeliefert als Boeing Business Jet. Und jetzt nur mal so als Beispiel, der gerade erst an die Türkei verschenkte Jumbo von Qatar Amiriflight, der gehört auch dazu. Diese Flieger werden dann von Boeing in einer sogenannten Green Condition ausgeliefert. Das bedeutet, in den Flugzeugen ist nichts drin, die sind leer. Um die Ausstattung nach den persönlichen Wünschen des Käufers kümmert sich nämlich nicht mehr Boeing selbst, sondern das macht dann ein anderes Unternehmen, beispielsweise Lufthansa Technik in Hamburg. Die haben auch die katarischen Regierungsmaschinen ausgestattet. Seit 1996, da hat Boeing mit diesem Business Jet Programm angefangen, wurden so tatsächlich etwas mehr als 250 Boeing Business Jets verkauft. Airbus folgte dann im Jahre 1997, also ein Jahr später waren die dran, mit dem A319 als Airbus Corporate Jet. Und die haben ja, habe ich eben schon gesagt, etwas mehr als 200 Stück davon verkauft. Tja, und so fliegen jetzt mittlerweile fast 500 von solchen besonderen Geschäftsflugzeugen durch die Weltgeschichte. Und das in allen möglichen luxuriösen Ausstattungen, in allen möglichen erdenklichen Anwendungsbereichen. Tja, ziemlich interessantes Thema, oder nicht? Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch dabei. Ein riesengroßes Dankeschön geht heute noch raus an Patrick, der mich seit gestern tatkräftig und sehr, sehr großzügig auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Vielen lieben Dank an dich für deine Unterstützung und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu diesen luxuriösen Flugzeugen. Ja, bis morgen und tschüss.